Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Toy, das sogar einen Nutzen hat, denn mit dem Toy können wir wiederum später einen Mount uns erspielen. Und ja, um was es sich handelt, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir befinden uns einmal hier in der Ebene von Onara und zwar sind wir hier unten auf den Koordinaten 82, 72 und hier sind wir einmal in einer Höhle. Ich kann jetzt nochmal einmal rausgehen, dass ihr vielleicht ein bisschen seht. Also hier haben wir diesen kleinen Fluss, hier sind ein Haufen Frösche und in der Höhle drin befindet sich ein großer Frosch und der heißt auch der große Flunk. Und der verkauft uns ein paar Sachen. Von dem kriegen wir aber nicht das Toy direkt, sondern wir haben hier verschiedene Beutel, die wir uns holen können, wie ihr seht. Und die Beutel haben eine verschiedene Währung. Wir brauchen hier für den ersten Beutel eine Kupfermünze, für den zweiten eine Silbermünze und bei dem dritten eine Goldmünze. Diese Münzen können wir uns durch verschiedene Wege holen. Das Wichtige ist vielleicht hier zu wissen, wir können die Münzen gegen jeweils die anderen umtauschen. Wir können 15 Kupfermünzen gegen eine Silbermünze tauschen und jeweils 5 von den Silbermünzen gegen eine Goldmünze. Heißt, wenn wir eine Goldmünze haben wollen und nur Kupfermünzen haben, brauchen wir 75 Kupfermünzen, um eine goldene zu bekommen. Wo kriegen wir jetzt diese Münzen her? Wenn ihr hier auf den Dracheninseln angelt, habt ihr überall quasi Chancen, eine Kupfermünze zu kriegen, beziehungsweise seltenerweise eine silberne und ganz, ganz selten, ich habe noch keine Chance gehabt, eine goldene zu kriegen, kann auch eine goldene rauskommen. In Schwärmen soll das Ganze anscheinend ein bisschen besser sein und was auch eine sehr valide Option ist, hier seht ihr ja diese Angellöcher, da gibt es dann immer so einen Punkt, wo man große Lunker anlocken kann und diese großen Lunker, beziehungsweise auch die normalen Lunker, können dementsprechend auch diese Münzen ganz gut droppen. Wenn ihr das Hardcore farmen wollt und nur die Münzen haben wollt, dann kann ich euch empfehlen, einfach in den Dungeon Browser zu gehen und hier Lunker einzugeben. Ab und an sind da Gruppen drin, ihr seht, hier sind welche gelistet und dort könnt ihr dann einfach mit reinjoinen. Da werden dann die ganze Zeit quasi Muscheln reingeschmissen, das sind so ominöse Muscheln, da haben wir diese hier, ominöse Muschel. Und wenn ihr da 5 von an diesem Lunkerpunkt reinschmeißt, dann spawnt einer von diesen großen Lunkern. Das machen dann halt 20, 30 Leute, wenn das eine große Gruppe ist und dementsprechend kommen ein Haufen Lunker. Die könnt ihr looten und die haben relativ, also das ist jetzt nicht bei jedem, aber eine relativ okaye Chance im Gegensatz zum Angeln, dass eine Münze dabei ist. So könnt ihr euch die zusammenfarmen. Es wird schon ein bisschen dauern, bis ihr die 75 Kupfermünzen zusammenkriegt. Ich habe beim Lunkerfarmen und Angeln jetzt 4 von den Silbernen und dementsprechend insgesamt 93 von den Kupfermünzen. Die können wir quasi neben hier einmal umtauschen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns hier die goldene holen. Und in der goldenen ist dann einmal, wenn wir die dann zu dem Beutel holen, zu 100% das Toy drin. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und da sehen wir, haben wir mehrere Sachen drin. Unter anderem haben wir das Toy, was wir haben wollen. Wasserschemen schimpft sich das. Und was habe ich noch drin? Ach, ich habe noch so eine Rezeptflasche. Da kann eins von den seltenen Rezepten drin sein. Schauen wir mal. Na gut, 15.000 ist es wert. Ich kenne das schon. Ist ganz nice. Aber wir wollen ja hauptsächlich die Brille haben. Die lernen wir einmal. Und dann gucken wir uns das mal an. Wasserschemen, die können wir aufsetzen. Und dann haben wir hier so eine stylische Brille auf. Ja, doch, macht was her tatsächlich. Die hält 16 Minuten und hat keine Abklingzeit, also die können wir uns durchgehend immer aufsetzen. Ja, ich finde die schon ganz nice. Und mit dem Ding können wir uns dann noch einen Mount holen, aber wie das genau funktioniert, werde ich euch dann in dem Mount Guide extra nochmal erklären. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem ganzen Ding. Ich zeige euch das nochmal. Hier unten auf den Koordinaten 61, 71 ist das Ding. Und wie gesagt, wenn dann angelt ihr in Schwärmen, da gibt es ja einige hier. Oder ihr macht diese Lunker-Events mit. Immer bei den Angellöchern gibt es die. Hier ist eins. Hier habe ich schon ein so ein Event gesehen. Oder warte, nee, das ist, glaube ich, da oben ist ein Eins-Event, ne? Dann hier oben ist ja auch noch so ein Event. Und das kann ich euch vielleicht nochmal kurz zeigen. Da sind wir ja relativ in der Nähe dran. Da gibt es dann immer so einen, ja, so eine abgetrennte Flosse, würde ich jetzt mal sagen. Halt, stopp, wo muss ich hin? Ach, dahinter. Wo man das Ganze dann quasi beschwören kann. Das müsste dieses Teil sein. Ihr seht hier Sichtung eines großen Ossis. Oschis heißt es im Englischen, ist es dann halt anstatt Oschi der Lunker. Genau, das war's soweit. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.